Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen. Wie Sie sehen, hat Corona überall seine Spuren hinterlassen. Aber ich hoffe, dass die Friseure jetzt doch bald aufmachen und es uns besser geht. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen unserer CSU Bamberg begrüßen und freue mich darauf, Sie zu unserem politischen Aschermittwoch einladen zu können. Wolfgang Reichmann wird in seiner bekannten, kritischen und lustigen Art Sie durch den Abend führen. Seit nunmehr 6 Jahren veranstaltet der Kreisverband Bamberg diesen politischen Aschermittwoch. Natürlich sind wir heuer durch Corona unheimlich eingeschränkt. Wir haben uns aber bemüht, alle spezifischen Regeln, Vorschriften und Sonstiges von Corona einzuhalten. Übrigens, Bier trinken ist erlaubt. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei unserem Hauptdarsteller Wolfgang Reichmann, beim Kamerateam, beim Tonteam und bei unserem Florian Müller. Ohne deren Hilfe wäre dieser Abend, dieser Film nicht entstanden. Ein herzliches Danke an alle. Um den Film weitersehen zu können, kommen Sie einfach auf die Webseite der CSU unter csu-bamberg.de. Da können Sie jederzeit diesen Film betrachten. Teilen Sie es Ihren Freunden mit. Je mehr sich das anschauen, umso mehr hat sich unsere Mühe gelohnt. Herzlichen Dank. Damit danke ich mich erstmal recht herzlich beim Wolfgang Heim. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Sie kennen ihn, der größte Sponsor des deutschen Fußballs. In jedem Stadion aus der Leuchttafel steht Gäste und Heim. Also das ist einer, den kennt jeder. Besondere Zeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb lässt es sich die hiesige CSU nicht nehmen, auch in diesem Jahr 2021, trotz aller Widrigkeiten, an der Tradition des mittlerweile 6. politischen Aschermittwochs in Bamberg festzuhalten. Sehr zu meiner und hoffentlich auch zu Ihrer Freude. Und so begrüße ich Sie alle recht herzlich, und zwar nicht aus dem eleganten Hegelsaal oder im rustikalen Käsmannbräu, sondern aus der berühmten Gaststätte Ahörnler. Gemeint ist damit das Fränkisch das Einhorn, das edelste aller Fabeltiere, das als Symbol für das Gute steht. So passt Ahörnler wie die Faust aufs Auge zum heutigen Abend, denn so ganz nebenbei ist der Name auch noch Programm. Die Stadtoberen haben nämlich den Bamberger Bürgerinnen und Bürgern gefühlt nicht nur ein einziges Horn, sondern gleich mehrere aufgesetzt, verbunden mit der allgemeinen Befürchtung, dass die Aufdeckung mit persönlichen Konsequenzen ausgeht, wie das Horn, da haben wir es wieder, Berger schießen. Also Sie sehen, diese wunderbare Kneipe ist in vielerlei Hinsicht der derzeit geeignetste Ort. Also machen Sie mit mir in diesem für uns alle schwierigen Corona-Zeiten das Beste draus. Und deswegen Prost, alkoholfrei, bloß dass Sie Bescheid wissen. Zum Beispiel mindestens täglich 13 Knoblauch essen. Das wirken zwar nicht gegen Vampire und nicht gegen den Virus, aber der notwendige Abstand der Mitmenschen wird sicher eingehalten. Überhaupt kann der gebürtige Franke es gar nicht erwarten, bis diese 1,5 Meter Regelung wieder abgeschafft wird und er den üblichen 4 Meter Abstand zum Nebenmann wieder einhalten kann. Der Panda-Bär frisst 12 Stunden am Tag, ein Mensch in Quarantäne auch. Deshalb heißt es ja auch Pandemie. Ein Freund behauptete, der Coronavirus ist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Meine Frau will nicht mehr reisen, sie kauft nichts mehr ein, weil alles aus China, sie geht nicht mehr ins Einkaufszentrum, sie verbringt die ganze Zeit mit einer Maske mit geschlossenem Mund. Das ist kein Virus, das ist ein Segen. Und damit nicht genug. Ein wahrer Segen ist, dass man im Bus und Bahn immer seinen Lieblingsplatz bekommt und wenn er gerade nicht frei ist, muss man nur mal kurz husten. Dass wir jetzt wirklich wissen, welche 3 Dinge wir auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Einen Friseur, Klopapier und nochmals Klopapier. Dass wir jetzt im Wohnzimmer alle unsere Bürokollegen uns auskennen. Dass jetzt die ganze Welt weiß, dass Ischgl die Abkürzung für ich schlafe gerne länger ist. Dass die vielen Hunde die Genugtuung haben, dass Frauchen und Herrchen einen Beißkorb tragen müssen. Dass man seinerzeit über die Anwesenheitsliste im Lokal die Adresse oder Telefonnummer der attraktiven Dame vom Nebentisch rauskriegte. Dass der Abstand von 1,50 Meter nicht für das Pissoir gilt. Und bitte nicht mehr in den Ellenbogen niesen, die britische Mutation kommt über den Ärmelkanal. Man gewöhnt sich an allem, sogar an den Dativ.
und auch an einen neuen Corona-Test, den man in seiner Privatsphäre im eigenen Zuhause durchführen kann. Öffne eine Flasche Bier und sieh, ob du es riechen kannst. Wenn ja, großartig, da eines der Symptome Geruchsverlust ist. Jetzt trink das Bier und sieh, ob du es schmecken kannst. Wenn ja, sehr gut, da ein weiteres Symptom Geschmacksverlust ist. Ich habe mich letzte Nacht 12-mal selbst getestet und war alle 12-mal negativ. Allerdings sieht es so aus, als müsste ich mich erneut testen, da ich heute ein bisschen Kopfschmerzen habe und das ist ein weiteres Symptom für Corona. Zuerst hieß es ja, Alkohol könne Corona abtöten. Dann die Raucher wären nicht so stark betroffen. Jetzt heißt es, direktes Sonnenlicht könne Corona entgegenwirken. Wenn ihr im Frühjahr euren Nachbarn also nackt, rauchend und betrunken in seinem Garten liegen seht, kümmert euch bitte um eure eigenen Angelegenheiten. Er führt nämlich gerade wichtige medizinische Experimente durch. Was sollen da erst die, vielleicht haben Sie es gelesen, die 86 Leute sagen, die in einem Bordell in Valencia für 2 Wochen unter Quarantäne standen? Erklären Sie mal das Ihrer Frau oder Ihrem Arbeitgeber. Eine Erektion übrigens in Quarantäne nennt man Krisenstab. Na gut, alle Welt soll zu Hause bleiben, Homeoffice heißt das Zauberwort. Mittlerweile arbeiten ja auch Briefträger im Homeoffice. Sie lesen die Briefe und wenn was Wichtiges drinsteht, wird man angerufen. Ganz blöd ist es, wenn man im Flugzeug sitzt und über den Bordlautsprecher erfährt, dass der Pilot im Homeoffice ist. Oh, ständig neue Änderungen für Home und Outdoor, jetzt Ausgangsbeschränkungen bis 22 Uhr. Freiwillige Ausgangsbeschränkungen wegen anfallender Büroarbeit hatten sich über Jahre auch Mitarbeiter des Rathauses auferlegt, ohne es auf ihrem Arbeitskonto zu vermerken. Wahrscheinlich fanden sie die Überstunden einfach zu lächerlich, um sie ernsthaft zu protokollieren. Komisch nur, dass anfangs niemand daran Anstoß fand. Selbst die Regierung von Oberfranken mit der unscheinbaren Heidrun Biwernetz als Rechtsaufsichtsbehörde hatte der Stadt vertraut, dass die unzulässige Verwaltungspraxis ab 2014 eingestellt würde. Falsch gedacht. Vertrauen in oder gegen die Politik, wo gibt's denn sowas? Man müsste sich Kugeln vor Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Wir lernen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wir lernen auch, wie viele Kontrollinstanzen es tatsächlich in der Verwaltung gibt, aber keine wurde leider ihrer eigentlichen Funktion gerecht. Denn zwischen 2013 und 2017 wurde diese Praxis bei der Stadt nicht etwa beendet. Ja, wo denken Sie denn hin? Nein, die wurde sogar noch ausgebaut. Man spricht mittlerweile von einer 500.000, die meiner naiven Vorstellung nach eigentlich zurückgezahlt werden müssten. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, woran die Stadt sonst überall spart. Man denke nur an die kaputten Straßen, maroden Schulen, an die öffentlichen Toiletten oder den sozialen Wohnungsbau. Selbst dem Stadtverband für Sport wurde eine läppische Postadresse im Rathaus aus Kostengründen verwehrt. Die Sache ist doch ganz einfach. Wenn man in den entscheidenden Gremien wirklich Bescheid wusste und nichts dagegen unternahm, müsste man unverrichteter, Sie merken mal, wie schwer es ist, Dinge die Koffer packen. Denn es handelt sich ja bei den Summen letztendlich um Steuergelder. Wenn, was allerdings unwahrscheinlicher ist, keiner Bescheid wusste, müsste man demnach wegen Inkompetenz und mangelnder Aufsichtspflicht auch gehen. Man kann es also drehen und wenden, wie man will, es kommt immer aufs Gleiche raus. Wie beim Wort Freibier. Nimmt man das F heraus und zieht es ans Wortende, dann ergibt es rückwärts gelesen wieder Freibier. Zudem bleibt ja die Frage aller Fragen, wenn der ganze Schmuh an den wichtigen Institutionen diskret vorbeilanciert worden ist, wer hat denn das so angeordnet und wieso blieb das so lange verborgen? Da dürften manche Köpfe rauchen oder vielleicht auch rollen. Obwohl, bevor in Bamberg etwas rollt, und das gilt ja auch für den täglich stockenden Innenstadtverkehr, werden Sie schon wieder den üblichen Dreh finden, dass irgendein mittlerweile pensionierter, verdienter Beamte diese Maßnahmen damals unaufgefordert in bestem Wissen und Gewissen verfügt hat, jetzt aber leider nicht mehr belangt werden kann. Ein Einzelner natürlich, dass ich nicht lache. Dabei gibt es in meinem beschaulichen Bamberg ein regelrechtes Netzwerk, in dem sich viele jetzt völlig zu Recht gefangen fühlen.
Zuerst sollte der Ältestenrat in geheimer Sitzung richten. Habe ich mir gedacht, vielleicht hören die nicht mehr so gut oder kriegen die Sache gar nicht so recht mit. Weit gefehlt, da sitzen ja unter anderem die agilen Fraktionsvorsitzenden drin. Und was machen die? Genau, sie ahnen es. Die fühlten sich vom Oberbürgermeister förmlich überrumpelt, der sich seinerzeit beauftragt sah, in deren Namen per Strafanzeige den Maulwurf zu suchen, der die Unverfrorenheit besessen hat, gewisse schier unglaubliche Vorgänge der staunenden Öffentlichkeit kundzutun. Von einer Aufarbeitung der im Bericht der neutralen und weisungsfreien Kommunalen Rechnungsprüfungskommission beanstandeten Zahlungen von Boni und teilweise nicht gehaltenen Überstunden kein Wort. Und weit und breit quer durch alle Parteien betretenes Schweigen im Walde. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Eine derartige Institution wie ein in sich sein Schicksal ergebender Ältestenrat, der sich bei seiner demokratischen Bedeutung und eigenen Stärke nicht bewusst ist, könnte man sich wahrlich sparen. Bei den Indianern wäre ohne den Ältestenrat nie das Kriegsbeil ausgegraben worden. Dann preschte plötzlich der ansonsten eher stille Wolfgang Grader von den Grünen im Stile eines Chefanklägers nach vorne und verlangte als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, der als einziges Gremium nicht dem Vorsitz des OBs unterstellt, eine Sondersitzung. Na, aber hallo! Womöglich mit dem Ziel, noch mehr Dunkel in das Licht zu bringen. So geraten die vielen Mitarbeiter in den Rathäusern durch die dubiosen Zahlungen an einzelne Großkopferte völlig unverdient in Generalverdacht. Dabei haben gerade sie in der Corona-Zeit hervorragende Arbeit geleistet, was ich aus eigener Erfahrung unisono bestätigen kann. Diese Tatsache geht nämlich leider in der allgemeinen Diskussion ungerechterweise komplett unter. Es wäre doch wahnsinnig interessant, was denn die verdienten oder besser nicht verdienenden Mitarbeiter denken über die Praktiken und über die Auserwählten in ihren eigenen Reihen. Jedenfalls war schon vor Corona die Ansteckungsgefahr bei den Bonizahlungen riesengroß. Und was in diesem Zusammenhang noch alles zum Vorschein kam: Mitarbeiter wurden durch Eilanträge befördert, und zwar nicht nach draußen, sondern nach oben, in eine bessere Gehaltsstufe. Damit wir uns richtig verstehen: Solange eine Maßnahme durch besondere Leistungen und Engagement des Betroffenen erfolgt, ist absolut nichts dagegen einzuwenden. Eher schon wegen des Zusatzes rückwirkend. Aber warum überhaupt so eilig, warum so heimlich und warum am Personalrat und am Stadtrat vorbei? Nach Artikel 37 Absatz 3 der Gemeindeordnung ist das nur zulässig, um Schaden von der Stadt abzuwenden und Nachteile zu vermeiden. Ein einfaches Beispiel. Für den Erlass einer Verordnung ist der Stadtrat zuständig. Wenn im Hain-Gebiet Algen auftauchen, die Krankheiten verursachen, dann darf das Hain-Gebiet nicht mehr betreten werden. Und zwar nicht erst in 4 Wochen, wenn der Stadtrat tagt, sondern per Eilverfügung, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Übertragen auf die höheren Gruppierungen würde das bedeuten, vielleicht können die Mitarbeiter in einer höheren Gehaltsstufe weniger Schaden anrichten. Aber dafür müsste man erst den Beweis antreten. Wie zum Beispiel bei der 53-jährigen Kommunikationsmanagerin und neuen Leiterin des Amtes für Bürgerbeteiligung, klingt ja fast wie Hohn, und Presse der Stadt Bamberg, Judith Weingart. Wieder einfach ernannt und dem Personalrat als zuständigen und demokratisch gewählten Gremium nur zur Kenntnis gegeben. Es sei so starke Eile geboten gewesen, weil sie sehr umworben war. Das mag im Besonderen auf die attraktive Dame zutreffen, doch bei der Masse der Bewerbungen hat man kurzerhand die erfolgreiche Praxis wiederholt, die ja schon bei der Besetzung des Kulturamtes von Erfolg gekrönt war. Aus Fehlern einfach nichts gelernt. Amigo- oder Spätzlewirtschaft, die seinerzeit unter Strauß oder Streibel in Bayern Hochkonjunktur hatte, gibt es anscheinend auch unter Franken und Nordlichtern. Wer hätte das jemals gedacht? Auch ein Klaus Stieringer, der abgesehen vom letztjährigen kläglichen Faschingsumzug großartige Events mit dem Jazz- und Blues-Festival oder Bamberg Zaubert veranstaltet hat, soll für sein Stadtmarketing 70.000 Euro kassiert haben. Für ein Jahr voller ausgefallener Veranstaltungen. Wie geht das eigentlich bei 14 verschiedenen Parteienstimmen im Stadtrat? Es stimmt, Bamberg zaubert wirklich.
Aber jetzt ist Schluss. Ein Hoch auf die freie, überparteiliche Presse. Jetzt wird mit Hochdruck vollständig und absolut transparent der AGUAS-Stall ausgemistet. Eine wahrliche Herkulesaufgabe mit offenem Ende. Abrupt beendet wurde dagegen nach einer enttäuschenden Kommunalwahl die jahrzehntelange, nahezu von Gott gegebene Hegemonie der CSU im hiesigen Stadtrat. Der Spitzenkandidat gescheitert, das Häuflein Elend, der Stadträte auf 10 zusammengeschrumpft und seither zumeist mit sich selbst beschäftigt als mit der politischen Konkurrenz. Dabei gibt es ja wahrlich genug Zündstoff in unserer Stadt, an die man die Lunte anlegen könnte. Blöd ist halt nur, wenn man selbst zum Scheiterhaufen zählt. Zudem bedarf es dazu einer gewissen Geschlossenheit, die der Partei merkwürdigerweise seit Jahren abhanden gekommen zu sein scheint. Dabei hatten die CSU-Vertreter über ellenlange Jahre mit Geschick und Weitblick verantwortungsvolle und für unsere Stadt durchaus erfolgreiche Politik gemacht, sodass es im Volksmund sogar hieß, da könnte man einen schwarz angemalten Pfosten aufstellen, auch der würde gewählt. Doch die Zeiten haben sich geändert und die neuen Altgedienten neben dem einzig neuen Stefan Kuhn müssen allesamt ihre Rolle erst noch finden. Aber macht euch doch bitte nicht kleiner, als ihr seid. Ja, wen haben wir denn jetzt da alles im Lostopf? Peter Neller, Fraktionsvorsitzender mit attraktivem Aussehen, hat vor allen Dingen mit jugendlichen Konterfeis auf den Wahlplakaten geworben. Um mein Haar wäre da noch ein Kommunionsfoto drunter gewesen. Apropos Haare, seit seiner Zugehörigkeit zur CSU sind sie allesamt mit gepflegtem Bart schwarz gefärbt. Passt zur Partei. Ein Segen für ihn, dass er nicht bei den Roten, Grünen, Gelben oder Blauen ist. Anne Rudel, die umtriebige Superfrau vom Supermarkt, die nach jeder Fraktionssitzung das letzte Wort zum Sonntag spricht. Anna Niedermeyer, die Whitney Houston der CSU, persönlich sehr aktiv in Sachen Immobilien, wobei bezahlbarer Wohnraum in Bamberg eigentlich ihr Thema wäre. Denn Bamberg ist für viele unerschwinglich geworden, dass selbst Nacktschnecken immer mehr werden, weil denen ihr Haus auch schon zu teuer ist. Juxi, das verkehrte Aktenzeichen XY, praktizierender Christ, leider mittlerweile ohne Pekingente, aber hoffentlich weiter mit viel Gesundheit, Humor und seiner angeborenen Energie ausgestattet. Professor Dr. Gerhard Seitz, pensionierter Pathologe, zwar nicht mehr im Klinikaufsichtsrat, aber immer noch im Keller bei den politischen Leichen. Dr. Christian Lange, gescheiterter OB-Kandidat, mittlerweile mehr an der Uni in Erlangen als in Bamberg und als passionierter FCN-Fan leid gewohnt. Andreas Dechand, als ehemaliger Kriminaler prädestiniert, mögliche dunkle Machenschaften aufzudecken. Zurzeit bräuchte er dazu sicher eine Soko. Stefan Kuhn, einziger smarter Neuling, liebäugelt mit einer OB-Kandidatur, hat als Dortmund-Fan zumindest schon die schwarz-gelbe Seele. Michael Kalb, schweigsames Urgestein, gilt als geistiger Vater der Eberhofer-Krimis, Leberkäse-Junkie. Und last but not least Dr. Franz Wilhelm Heller, Alterspräsident, Jurist und Meister des geschliffenen Wortes und geeignet als Schlaraffe im vermeintlichen Schlaraffenland Bamberg die laute Stimme zu erheben. Zusammengefasst heißt das für die 10 kleinen Negerlein, das ist übrigens der Liedtitel, da kann ich nichts machen, ran an die Menschen, ran an die Probleme, ran an die Wahrheit und ran ans Machen und raus aus der zeitweise selbst auferlegten, etwas merkwürdig anmutenden Schweigsamkeit. Dabei vielleicht ein bisschen mehr Respekt gegenüber dem Stadtratsmandat und wieder Kümmerer sein für die Anliegen der kleineren Leute. Nicht abgehoben, sondern mehr Bodenhaftung, um zu wissen, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Dabei rumort es auch an der vielbeschworenen CSU-Basis, die sich ausgegrenzt und abgehängt fühlt, weil sie nur das erfährt, was jeder Bürger und Bürgerin aus der Zeitung mitbekommt. Es kann doch nicht im Sinne der Parteiführung sein, wenn sich jeder den Rest selbst zusammenreimen muss. Das Wahlergebnis hat es ja überdeutlich gezeigt. Es funktioniert halt einfach nicht, es allen recht zu machen und damit letztlich keinem. Klare Kante zeigen und für die eigenen Überzeugungen offensiv eintreten. Daneben Alternativen aufzeigen, der städtischen Verwaltung genauer auf die Finger schauen und den Haushalt viel besser kontrollieren. Es gäbe in meiner wunderschönen Heimatstadt Bamberg wahrlich viel zu tun. Packen Sie es an und sprechen Sie mit einer Stimme. Sie dürfte dann in der derzeitigen Gemengelage sicher nicht zu überhören sein.
Ich selbst, Sie werden es wissen, hatte mich ja seinerzeit erfolglos um ein Stadtratsmandat beworben und nach der Kommunalwahl im März immer noch inständig gehofft, dass eine etwa längere Corona-Quarantäne oder so manches hohe Alter in der Fraktion dazu führen könnte, dass ich doch noch als Nachrücker, dieser Begriff war mir noch aus meiner Schulzeit geläufig, quasi durch die Hintertür in den Stadtrat kommen würde. Falsch gedacht. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Zudem würde mein Alter verstärkt dazu beitragen, dass die Buchstaben CSU für Christliche Seniorenunion stehen. Die derzeitigen CSU-Mandatsträger sind erfreulicherweise alle so zäh und durch frühere Auseinandersetzungen derart gestählt, dass sie die nächsten 6 Jahre locker überstehen. Und wenn Sie sich im Stadtrat und in den diversen Aufsichtsräten weiterhin so bewusst schonen und sich still verhalten, sparen Sie unglaublich viel Energie und Nerven für eine lange und durchaus erträgliche Legislaturperiode. Die begann nämlich für alle Beteiligten am 6. Mai 2020. Ein merkwürdiger Zufall, finden Sie nicht, denn ausgerechnet in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1945 erfolgte die Unterzeichnung der vollständigen Kapitulation des Deutschen Reiches. Das wird doch kein schlechtes Omen sein. So ein Konglomerat an Parteien und völlig neuen Mehrheitsverhältnissen im Bamberger Stadtrat haben nicht einmal die Bayerlein-Bilder je gesehen. 12 Grüne, 10 Schwarze, 7 Rote, 2 von der AfD, 2 mal Bamberger Liste, 2 mal Bamberger Allianz, 2 mal Bamberger Bürgerblock, 1 mal Volt, 1 mal die Partei, 1 mal ÖDP, 1 mal Bamberger Mitte und die Fraktion von Freie Wähler FDP und der Bamberger Unabhängigen Bürger. Insgesamt 14 Parteien im 44-köpfigen Bamberger Stadtrat. Man kann nur hoffen, dass der Bundesstadtrat wenigstens einmal mit einer lauten, nicht zu überhörenden Stimme spricht, wenn die Deutsche Bahn dabei ist, unsere Weltkulturerbestadt Bamberg für 10 Sekunden eingesparte Reisezeit mit turmhohen Lärmschutzwellen zu halbieren. Dann wäre das nach dem Konversionsdesaster mit den aberwitzigen Immobilienpreisen als Folge zum zweiten Mal ein unverzeihliches, klägliches Versagen der Stadtoberen. Auch den Kreistag hat mit 9 statt vorher 7 Listen ein verändertes Gesicht. Im Landkreis fehlen zwar, wie wir lesen konnten, Ladesäulen, aber hoffentlich gibt es allseits trotzdem genug Energie, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Und die stellten sich in der Stadt Bamberg seit März 2020 ganz anders dar. An der Spitze stehen mit dem wiedergewählten Andi Starke, dem neuen Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und dem dritten im Bunde Wolfgang Metzner ein rot-grüner Doppelbürger. Die Mehrheitsbündnisse waren schnell gefunden, auch die lukrativen Sitze in den diversen Aufsichtsräten und die CSU fand sich plötzlich auf den ungewohnten, harten Oppositionsbänken wieder. Und weil ein Unglück selten allein kommt, hat auch ihr blondes Aushängeschild unverrichtete Dinge zum Hummelflug angesetzt. Das hat die Melanie Hummel, die bis dato durchaus gute Arbeit gemacht hat, sich in München für Bamberger Belange eingesetzt und jedes Regierungsfoto verziert hat, wahrlich nicht verdient. Der zögerliche Umzug ihres Ministeriums nach Nürnberg, die überteuerten FFP2-Masken und zuletzt die Pannenkette bei den Corona-Tests ihr aber alleine anzulasten, wäre höchst ungerecht. Es ist halt wie beim Schafkopf, der Ober sticht den Unter. Jetzt sitzt sie im Austragsstüberl der Staatskanzlei als bayerische Außenministerin für Europa. Was es nicht alles gibt, da kann sie sich bei Bananenkrümmung und Gurkenlänge kann sie da sicher viel bewegen. Vielleicht erleichtert dieser in seiner Art und Weise doch unmissverständliche und letztlich menschlich auch unverdiente politische Abstieg ihren Entschluss, den Oberbürgermeister in Bamberg anzustreben. Die personifizierte Koalition wäre sie schon. Gelbes Haar, schwarze Haltung und roter Blazer. Es fehlen nur noch die grünen High Heels. Jedenfalls hätte sie einiges aufzuräumen, was ihrer politischen Erfahrung entgegenkäme. Denn die Wundertüte Rathaus bringt jeden Tag Neues zum Vorschein und macht mittlerweile den Eindruck eines regelrechten Selbstbedienungsladens. Ein Sturm auf die Bastille, auf die rot-grüne Bastion müsste eigentlich einsetzen, wobei den unbedarften Newcomern im Stadtrat ja gar keine Schuld gibt. Man darf gespannt sein, wie sich die Grünen verhalten und nicht, wie des Öfteren im Bund in der Verantwortung gute Miene zum bösen Spiel machen. Ihr Urgrüner Gerd Rudel hat sie deswegen mächtig abgewatscht, den Verkauf grüner Ideale kritisiert, dass die wichtigen Entscheidungen, ich zitiere, der eigenen im Wahlkampf vertretenen Programmatik diametral widersprechen. Der verdienstvolle,
in dem Zusammenhang bitte nicht falsch verstehen, es wird sowieso in Bamberg das Unwort des Jahres. Und ansonsten besonnene Heiner Kuhnke von der SPD windet sich plötzlich und sieht bei einer Million noch keinen Skandal und muss sich von einem Leserbriefschreiber fragen lassen, bei welcher Summe der Skandal bei ihm eigentlich anfängt. Wissen Sie noch? Da ist schon mal eine Supermarktkassiererin fristlos gekündigt worden, weil sie ein abgelaufenes Brötchen heimlich gegessen hat. Aber die hiesige politische Kaste reagiert da viel sanftmütiger und der lautstarke Stieringer ist sogar felsenfest überzeugt, dass sich Menschen später beim Oberbürgermeister entschuldigen müssten und dass jeder Mitarbeiter der Verwaltung, der Geld bekommt, auch die entsprechende Leistung erbringt. Haben Sie die freudsche Fehlleistung in diesem Zitat bemerkt? Es ist die Reihenfolge, dass jeder Mitarbeiter, der Geld bekommt, auch die entsprechende Leistung erbringt. Also so rum läuft der Hase. Und auf einmal machen endlich die vielen kleinen Parteisingles mobil und die einst mühsam geschlossenen Bündnisse fangen an zu bröckeln. Von populistisch motiviert, einem erschreckenden Rechtsverständnis und einem Schlag ins Gesicht aller Verwaltungsmitarbeiter müssen Sie sich vom SPD-Fraktionsvorsitzenden sagen lassen. Man kann über solche verdrehenden Schutzbehauptungen und gängigen Worthülsen eigentlich nur den Kopf schütteln. Deshalb wäre ein bisschen Demut über die eigenen Fehler und Selbstkritik bei den Protagonisten ungleich besser als die bellende, für jedermann durchschaubare Phrasenrhetorik. Bellende Hunde beißen zwar nicht, aber nähren die Verdachtsmomente. Sie bellen nämlich oft aus Angst, weil sie sich in die Enge getrieben fühlen, also besonders kleine Hunde. Aber der Stieringer hätte das nicht nötig, er ist ja ein großer Hund. Im restlichen Bayern gilt das beinahe als Kompliment. Ein Hund ist er schon. Auch wenn ein Stier-Tattoo seinen Rücken ziert. Was manche Zeitgenossen nicht alles posten, um im Gespräch zu bleiben, auch wenn sie sonst nichts zu sagen haben. Die beiden Frontmänner Roman Walter, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, und Robert Sporer, neuer Leiter des Personalamtes, hatten auch wenig zu sagen bei der undankbaren Aufgabe, die Wogen zu glätten. Eine putzige PowerPoint-Präsentation mit Zahlen von 7,67 Euro bis zu den unerwähnten 1.400 Euro monatlich in 25 Fällen waren da zu rechtfertigen. Ich möchte nicht wissen, wie viele nassgeschwitzten Klamotten und schlaflose Nächte hinter diesen beiden lagen. Ergebnis? Feuertaufe bestanden. Selbst die Steigerung der Personalkosten auf 10 Millionen haben natürlich nichts mit alledem zu tun. Und die 100 Euro für den Datenschutzbeauftragten, wieso gerade eigentlich der, wurden ja auch längst eingestellt. So eine Quadratur des Kreises muss man erst einmal hinkriegen. Fazit? Alles Paletti und für noch höhere Aufgaben empfohlen. Aber denkste, Günter Heimrath, der Direktor des Kommunalen Prüfungsverbandes, widersprach heftig. Die rechtlichen Voraussetzungen für die jeweiligen Zahlungen lagen nicht vor. Der Konter aus der roten Ecke ließ nicht lange auf sich warten. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband ist nicht Gott, so Heiner Kuhnke. Stimmt. Aber in der Verwaltung sitzen auch nicht nur Engel. Liebe Freunde, hört doch endlich auf mit dem ewigen Hin und Her. Ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn Gerüchte und Verdächtigungen ins Kraut schießen. Ihr seid doch selber schuld. Legt doch einfach die Karten auf den Tisch und dann kennt man die Schuldigen und die unschuldig Schuldigen. Sonst wird das eine never-ending Story, bei der sich keiner mehr auskennt. Aber vielleicht ist das gerade der Sinn und Zweck. Jetzt meldet sich auch noch der Bund der Steuerzahler mit der Frage nach der Zulässigkeit der Überstundenvergütungen. Nach den 6,7 Millionen Euro mehr für die Löhnbrücke ist Bamberg mal wieder im Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung gelandet. Was tut man nicht alles für den Bekanntheitsgrad der Stadt? Im Rathaus, das Rathaus in dem sonst so beschaulichen Bamberg gleicht mittlerweile einem aufgescheuchten Bienenschwarm, wie die jahrelangen finanziellen Bestäubungen der breiten Öffentlichkeit verkauft werden können. Aber wahrscheinlich haben da viel zu viel ihre Finger im Spiel. Die Frage, wie viel Finger sind das, ist beim Augenarzt eine übliche Frage, beim Frauenarzt eher nicht. Denis Olderot, der französische Schriftsteller, hat einmal gesagt, wenn man einen falschen Weg einschlägt, verirrt man sich umso mehr, je schneller man geht. Um das klarzustellen, selbstverständlich hat jeder Mitarbeiter bei der Stadt ein Recht darauf und es ist beileibe nicht ehrenrührig, für Mehrarbeit auch ein entsprechendes Entgelt zu erhalten. Nur erzeugt halt auch ein interner Verteilerschlüssel für Neid und folglich Indiskretion.
Warum kriegt der im Nebenzimmer etwas mehr aus dem Fördertopf und ich nicht? Und warum passiert das alles so im Verborgenen? Warum kriegt der Ältestenrat zunächst einen Maulkorb verpasst, wenn doch Transparenz und volle Aufklärung angesagt ist? Es müssen halt nur die richtigen Fragen gestellt werden. Wie gut, dass es da den Datenschutz gibt. Dem hat man zwar bei der Wahlempfehlung an die Migranten außer Acht gelassen, aber jetzt lässt es sich dahinter wunderbar verstecken. Wie man es halt gerade braucht. Angeblich sind jetzt die Minijobs auf 450-Euro-Basis die neuen Boni, wo im wahrsten Sinne des Wortes verdiente Mitarbeiter ohne adäquate Gegenleistung in städtischen Tochterfirmen oder Stiftungen angestellt worden sind. Ich frage mich nur, was kommt denn da noch alles an Tricks und Schiebereien zum Vorschein? Die Menschen haben Gott sei Dank ein untrügliches Gespür für Machenschaften und Klüngelei. Natürlich wird jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt, und zwar man fasst es nicht wegen der unzulässigen Herausgabe des Prüfungsberichts. Damit wir uns richtig verstehen, nicht der Inhalt ist wichtig, sondern wer ist der Whistleblower? Eine völlige Verdrehung der Tatsachen, um vom eigentlichen Thema abzulenken. Und ich dachte immer, es ginge um lückenlose Aufklärung. Lustig ist dabei, dass sich die Stadt anklagt und sitzt selbst auf der Anklagebank. Es kam halt in Bamberg im letzten Jahr verdammt viel zusammen. Einige meinen zu viel. Unser Andreas Starke, mittlerweile bald länger im Amt als die Angela, wobei viele Jugendliche gar nicht wissen, dass Bamberg auch schon mal andere Oberbürgermeister hatte, hat sich als allseits anerkannter, würdiger Repräsentant große Verdienste um die Stadt erworben und ist trotz eines knapperen Wahlsieges als in den Jahren zuvor immer noch sehr beliebt, kommunikativ und nie um einen Witz verlegen. Aber vielleicht ist ihm das Lachen ein wenig vergangen, denn das letzte Jahr war für ihn, wie der FT schrieb, ein Seuchenjahr mit eigener munterer Beteiligung. Vielleicht hatte er die Zeichen der Zeit nicht recht erkannt, fühlte sich unantastbar, zudem schlecht beraten und ohne das nahezu angeborene glückliche Händchen. Als Jurist sollte er doch wissen, dass man nicht Richter in eigener Sache sein kann, wobei es bekanntermaßen häufig einen großen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rechtsprechung gibt. Deshalb war auch die Forderung von Jürgen Weichlein und seinen zwei anderen Einzelkämpfern, Starke solle die Ämter Ruhe lassen, zwar populär, aber das ist bei einem Wahlbeamten nicht drin. Und würde auch zu dem umtriebigen Andi, der um sein persönliches Renommee bangt, nicht passen. Er muss irgendwie Klarheit schaffen, auch wenn die namenlose Silhouette auf der Titelseite des FT schon verdammt nach Jonas Klüsenkamp aussah. Aber der als OB jetzt schon? Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes noch zu grün. Ständiges nur Verteidigen wirkt nicht wirklich überzeugend. Hansi Flick soll diesbezüglich beim Oberbürgermeister schon mal angefragt haben. In den letzten Monaten kam er ja aus dem Entschuldigen gar nicht mehr raus. Ohne Maske bei einer Geschäftseröffnung, naja gut, geschenkt. Dann Geldstrafe von 60 Tagessätzen wegen Verstoßes gegen die Geheimhaltung. Böse Zungen behaupteten schon, die Großbuchstaben OB sind die Abkürzungen für Ordnungswidrigkeit und Bußgeld. Sie erinnern sich, da war der städtische Wahlaufruf unter dem Siegel der Stadt mit ihm und Marco De Pietri an 5000 ausländische Mitbürger in 7 Fremdsprachen verschickt worden. Find list 5 near the middle of the ballot and make a cross on SPD. Ich hatte mich schon auf einen Brief in der 8. Fremdsprache im fränkischen Dialekt gefreut. Geh fein nach zur Wahl und glotz einmal oben auf die 2 Bildler, damit du weißt, wo du ankreuzen sollst. Die ausländischen Mitbürger sollten darin eine Anleitung bekommen, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. In Bamberg anscheinend genauso. Demokratie ist, hat mal ein kluger Mann gesagt, wenn man sich aussuchen kann, wer einen verarscht. Selbst im Migrantenbeirat sorgte dieses Schreiben für Irritationen, während Klaus Stieringer darin ein Zeichen des Respekts sah. Was man nicht alles sehen kann, wenn man sich Mühe gibt. Zu verdanken war der ganze, ja wenn Sie so wollen, Skandal einer Anzeige aus gewöhnlich gut unterrichteten bundespolizeilichen Kreisen. Sonst wäre alles unter den großen roten Teppich gekehrt worden, der keine Brücke mehr ist, sondern besser ein sogenannter Läufer. Es braucht Politiker, die nicht im Verwaltungs- und Paragraphendschungel verzweifelt um fragwürdige Rechtfertigungen oder nach dem vielbeschworenen Bauernopfer suchen.
Ich warte ja nur darauf, dass wie seinerzeit bei der Berateraffäre im Verteidigungsministerium leider ein ansonsten zuverlässiger Mitarbeiter versehentlich die an den entscheidenden Stellen geschwärzten Unterlagen in den Schredder geworfen hat. Das wäre dann noch der letzte Ausweg, nachdem ständig schon die sogenannte Unschuldsvermutung über die Maßen strapaziert worden ist. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Klarheit und verzeihen durchaus den einen oder anderen Fehler, der eben dann immer größer wird, wenn man ihn nicht zugibt oder mit reflexartigen Worthülsen zu kaschieren versucht. Und es ist wie im sumpfigen Morast, je mehr man strampelt, umso tiefer sinkt man ein. Es glaubt doch wirklich ernsthaft kein Mensch, dass die Führungsetage unserer Stadt nicht über alle Vorgänge Bescheid wusste und über welche Schreibtische die ganze Chose lief. Was also, frage ich nicht nur mich, was soll da noch groß aufgeklärt werden? Oder kommt die gängige Praxis aus diversen abscheuerlichen Untersuchungsausschüssen wieder zur erfolgreichen Anwendung? Vertuschen, verschleppen, verzögern. Oder wie der Verkehrsminister meinte, meiner Erinnerung nach kann ich mich nicht erinnern. Man braucht sich in Bamberg nur umhören, egal mit wem man spricht. Die Aufregung, um nicht zu sagen Wut, sprudelt hinter jeder Maske hervor mit der eindringlichen Forderung, dass im Rathaus endlich die Masken fallen. Und ehrlich, ganz egal wie die Geschichte ausgeht, es werden so oder so große Kratzer, tiefe Narben und latente Image- und Vertrauensverluste übrig bleiben. Der Schaden in die politische Führung in Bamberg ist in seiner Dimension ja noch gar nicht absehbar. Die Zeit heilt nämlich nicht alle Wunden. Und auch wenn sich durch fragwürdige Reinwaschung aller Verdächtigungen auf wundersame Weise in Luft auflösen, bleibt ein mehr oder minder fader Beigeschmack. Und den Makel wird man nicht mehr los und das ist auf Dauer schlimmer als ein paar Euro mehr. Mein armes Bamberg, aus der Traumstadt der Deutschen ist ein Trauma geworden. Wo, frage ich mich, ist das Regulativ, die vielbeschworenen Kontrollinstanzen, die anscheinend nur auf dem Papier stehen und wie stellt sich der neue Bamberger Stadtrat dieser Mammutaufgabe? Wo ist der Aufschrei der CSU-Fraktion, der ständig Steilvorlagen geliefert werden und die sich wohl mehr mit sich selbst beschäftigt als mit Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen und die so dringend einer Erklärung bedürfen? Peter Neller steht an der Spitze einer 10-köpfigen CSU-Fraktion voller erfahrener Politprofis und Kenner der Bamberger Szene oder besser des Bamberger Weges. Der Begriff Fraktion, Werbung, Fraktionieren stammt nämlich aus der Ölproduktion und meint einen Trennungsprozess, um durch Erhitzen verschiedene Derivate zu gewinnen. Wir wollen nicht hoffen, dass die CSU-Fraktion sich das wortwörtlich zu Herzen genommen hat, nämlich sich gegenseitig zu zerlegen. Einzelne Produkte wären beispielsweise Schweröl, also es braucht politische Schwergewichte. Heizöl, damit könnte man den politischen Gegner richtig einheizen. Kerosin, also Flugbenzin, weil mancher eventuell zu fliegen droht. Paraffin, weil nur wachsweiche Proteste erfolgen. Zellophan, damit Transparenz in der Diskussion gewahrt ist. Oder gar Schmieröl. Naja, aber das wollen wir ja nicht hoffen. Winston Churchill hat einmal gesagt, ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er lässt anderen auch eine Chance. Allerdings fällt auf, dass bestimmte Stadträte sich in ihren Äußerungen merkwürdigerweise sehr zurückhalten, was darauf schließen lässt, dass doch einige unter ihnen mehr wussten, als sie zugeben. Das entspricht der allseits bekannten Salamitaktik, nur erst etwas dann zugeben, wenn es bekannt geworden ist. Man kennt das hinlänglich aus der großen und der ganz großen Politik. Das galt ausnahmsweise, Sie haben es ja mitgekriegt, nicht für Donald Trump. Der hat nicht einmal scheibchenweise etwas zugegeben, sondern sich stets als Opfer gesehen. Covid-19 bekommen, Job verloren und die Wohnung ist auch weg. Wir haben noch die Bilder im Kopf von der Erstürmung des Kapitols. Das gab es übrigens in Bamberg schon vor 50 Jahren und zwar immer dann, wenn ein Monsterschinken wie El Cid, Ben Hur oder das Schweigen über die Breitleinwand lief. Das Kapitol schrieb sich zwar mit C und war ein Kino und später ein Squash-Sender, aber immerhin. Berichten zufolge wurde bei dem Sturm auf das Kapitol auch seine private Bibliothek ein Opfer der Flammen. Beide Bücher verbrannten restlos. Besonders tragisch, das zweite Buch hatte Trump noch gar nicht ausgemalt. Ich glaube, der wird bis ans Ende seiner Tage überzeugt sein, dass er die Präsidentenwahl gewonnen hat. Dabei ist er der Verlierer von beiden. Ah, klasse Wortspiel. Der Sieger bei der digitalen Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden heißt Armin Laschet. Die lasche rheinländische Frohnatur, die ihrem Naturell gemäß in jede Bütt wunderbar passen würde, hat den Friedrich ausgemerzt. Ob er allerdings Kanzlerkandidat wird, könnte sich,
wie so oft in Bayern entscheiden. Obwohl Söder bei jeder sich bietenden Gelegenheit für ein Verbleiben in den weiß-blauen Grenzfällen ausgesprochen hatte, eiert er jetzt merkwürdigerweise bei derartigen Nachfragen herum. Sollte das wirklich mit Berlin was werden, mittlerweile könnte er ja sogar dort landen, möge er doch bitte gleich den Aiwanger und vor allem den Pizza-Jaiola mitnehmen. Der bayerische Kultusminister ist die personifizierte Ahnungslosigkeit. Selbst bei der Einführung des digitalen Schulportals MEBIS ließe er sich nicht nehmen, mit ein paar Ministerialdirigenten einen erfolgreichen Testlauf zu feiern, bevor am Tag drauf beim Klick von Tausenden von Schülern und Ämtern das gesamte Netz zusammenbrach. Von der glücklosen Digitalministerin Dorothee Bär ist in diesem Zusammenhang mit der verunglückten Warn-App überhaupt nichts zu hören. Bei Murks helfen am besten Schweigen oder beschwichtigte Erklärungen, die manchmal so weit hergeholt sind, dass man sie schon wieder glauben möchte. Anfangs keine Maskenpflicht, weil die Meinungen der Epidemiologen noch nicht eindeutig waren. In Wirklichkeit waren einfach nicht genügend Masken da. Jetzt sind die FFP2, Abkürzung für frische Puste, Pflicht, weil genügend vorhanden. Dann war die Abstandsregel der Weisheit letzter Schluss mit aberwitzigen Verordnungen für Eisdielen in Niedersachsen. Bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an der Eiskugel während des zügigen Sich-Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung und Fußboden verhindert werden soll. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch der Abstand von 50 Meter. Was passiert eigentlich, wenn man vor einer anderen Eisdiele zu Ende ist? Plötzlich waren die ankommenden Reisenden das große Thema. Dann gab es Beherbergungsverbot von Bundesland zu Bundesland. Habe meiner Frau mit einem Dartpfeil auf eine Weltkarte werfen lassen und ihr gesagt, dass wir da Urlaub machen, wo der Pfeil landet. Ab morgen geht es für 3 Wochen hinter den Kühlschrank. Und alle Welt wappnete sich für den Lockdown mit Hamsterkäufen. USA, weniger Medikamente, aber dafür mehr Waffen. Italien, Zigaretten und Krabber. Frankreich, Kondome und Rotwein. Holland, Haschisch und Käse. Schottland, Whisky. Deutschland, Klopapier und Nudeln. Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Land. Die ersten Impfdosen kamen spät, weil Deutschland europafreundlich warten wollte und statt der Pfuschi von der Leyen hätte man auch den Franz Beckenbauer beauftragen sollen, der weiß, wie man sowas macht. Plötzlich kann man aus einem Fläschchen sogar 6 oder 7 Spritzen verabreichen, heißt einfach zu wenig Impfdosen. Jetzt stellt sich heraus, dass die zweite Impfung auch später erfolgen kann, sprich, es fehlen dann auch die Impfdosen für die nachfolgende Impfung. Deutschland ist das Organisationsland weltweit und gibt in dieser Krise ein jämmerliches Bild ab. Damit sind um Gottes Willen nicht die Helferinnen und Helfer in den Impfzentren, Krankenhäusern und Altenheimen gemeint, die einen großartigen Job machen, sondern ein völlig überforderter, aufgeblähter Regierungsapparat, der den Ereignissen hilflos hinterherhechelt. Und deshalb braucht man sich auch nicht wundern, dass das Vertrauen in den Impfstoff und in die handelnden Akteure nicht vorhanden ist. Ich für meinen Teil vertraue auf den Corona-Impfstoff von Pfizer. Die hatten auch Viagra entwickelt und wissen Sie, wer Tote erweckt, kann auch Lebende retten. Liebe Regierung, gebt doch einfach den Impfstoff ins Bier und macht die Kneipen wieder auf. Innerhalb einer Woche wird die ganze Republik durchgeimpft. Angesichts der Maskenpflicht bekommt der Spruch, einen hinter die Binde gießen, eine ganz neue Bedeutung. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass ein Glas Bier täglich nicht nur sehr gesund ist, sondern auch sehr wenig. Wie sich doch die Zeichen in dieser Pandemie umkehren. Am Pfandautomaten mit 6 leeren Kästen Bier. 2019, ich schwöre, dass ich kein Alkoholiker bin, ich hatte wirklich eine Party. 2020, ich schwöre, dass ich keine Party hatte, ich bin Alkoholiker. Es geht aufwärts. Die Friseure dürfen wieder aufmachen. Und warum? Weil den Leuten aufgefallen ist, dass die Betonfrisur, bei der von der Leyen die Haare von Merkel, Spahn, Lindner etc. schon seit Wochen wunderbar telegen geschnitten sind. Mal abgesehen vom Hofreiter. Gestern haben sie bei uns um die Ecke einen Friseur festgenommen, weil er in seinem Geschäft Drogen verkauft und Nutten vermittelt hat. Da sieht man mal wieder, dass man in keine Menschen hineinschauen kann. Ich war jahrelang Kunde bei dem. Meinen Sie, ich habe gewusst, dass der Friseur ist? Doch bei all den Einschränkungen sollte man nicht vergessen, welchen Strapazen unsere Großeltern und Eltern ausgesetzt waren. Diese Generation wurde in den Krieg berufen, wir nur auf die Couch. Eine große Chance für das Fernsehen. Von wegen. Denn das TV-Silvesterprogramm war angesichts der drohenden Gebührenerhöhung eine echte Zumutung. Die GEZ-Gebühren muss ich zahlen, aber ich schaue doch nie fern.
Ja, aber Sie haben ein Endgerät. Ich kriege auch kein Kindergeld. Ja, aber Sie haben auch keine Kinder. Ja, aber ich habe das Endgerät. Einzige Änderung, der Mr. Tagesschau Jan Hofer ist weg. Ansonsten immer das Gleiche. Ich kann die vielen Impfbilder nicht mehr sehen, weil ich bei jedem Pieks zusammenzucke. Eigentlich müssten wir doch schon alle durch sein. Dann die ermüdenden Talks mit dem blassen Plassberg, der damals sogar die Gladbeck-Räuber am Auto interviewte. Der Lanz, der mehr Redeanteil hat als seine Dauergäste wie den Karl Lauterbach, der immer schon warnt, bevor er eigentlich weiß, wovor. Deshalb geht uns vielen auch mittlerweile der Söder mit seinem staatstragenden Gesichtsausdruck auf den Keks. Die 1000 Krimis mit immer brutalerem Mord und Totschlag, wobei unsere Wirklichkeit ja schon schlimm genug ist. Zeitweise fielen sogar Fußballspiele aus. Ein Freund hat mir gesagt, ich habe mich dafür mit meiner Frau unterhalten. Sie scheint eigentlich ganz nett zu sein. Dann die langweiligen Wintersporttage mit dem x-ten Biathlonrennen, wobei die Frage bleibt, warum man da Zweiter werden kann. Schließlich haben doch alle ein Gewehr. Die unzähligen Weltcups im Bob, Skeleton und Rodeln mit dem geschlechtsneutralen Doppelsitzer, Skispringen, Slalom, was weiß ich noch. Ergänzt durch tausende Quizsendungen mit den Emotionskillern Pilawa, Pflaume oder Kanner. Was waren das für Zeiten, als die ganze Familie vor der Glotze saß, bei einer wird gewinnen, am laufenden Band und Wetten, das. Und bei Gewitter gab es Schnee auf der Mattscheibe, bis ein Telekom-Mitarbeiter aus Seigendorf oder Friesen mit dem Fahrrad zum Kälberberg fuhr, um die Sicherungen auszutauschen. Dann war zu Hause wieder Stimmung in der Bude. Eine nach wie vor viel zu große Bühne mit der Hoffnung auf entsprechende hohen Einschaltquoten wird immer noch den Corona-Leugnern, Reichsbürgern, Wutbürgern, Verschwörungstheoretikern, Rassisten, Rechtsextremisten und Querdenkern bereitet. Ein Querdenker, heißt es leicht despektierlich, ist ein Mensch, der nicht gerade ausdenken kann. Der sagt, dass man das alles ja nicht mehr sagen darf, was er aber gerade sagt, und der dann brüllt, dass all das, was er jetzt gerade sagt, ja zensiert wird, während das, was er gerade sagt, gesendet wird. Ich durfte heute alles sagen, was mir auf der Seele brennt und, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen Frust über die niemals für möglich gehaltenen Vorgänge in meinem geliebten Bamberg abladen. Das hilft ungemein, Sie können es mal probieren. Und so möchte ich zum Abschluss auch nicht unerwähnt lassen, dass niemand außer mir das Redekonzept, wenn es denn überhaupt eins war, vorher eingesehen hat oder gar Einfluss genommen. Das spricht nicht nur für die veranstaltende CSU, sondern ist praktizierte Meinungsfreiheit gegründet auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und dafür bin ich der hiesigen CSU für diese Bühne seit über 5 Jahren besonders dankbar. Und dass sie die Tradition des politischen Aschermittwochs trotz der neuen Normalität, wie es so schön heißt, aufrechterhält. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Sie aufzuarbeiten für eine bessere Zukunft ist unser aller Aufgaben, im Kleinen wie im Großen. Dabei ist auch kritische Begleitung unerlässlich. Und da der Franke ein Optimist ist, habe ich diese große Hoffnung, dass unser doch so liebenswertes Bamberg wieder in ruhigere Fahrwasser gerät, um die wirklich wichtigen Herausforderungen angehen zu können. Es geht, wie wir gelernt haben, nicht nur um die nächste, sondern auch die übernächste Generation, der wir außer einem großen Schuldenberg hoffentlich andere lebenswichtige Dinge hinterlassen. Denn kaum ist der harte Lockdown verfügt worden, mit weniger Autos, weniger Flügen, weniger CO2, erholt sich die Natur zusehends. Und es gibt sogar wieder Fische im Canale Grande. Manchmal bedarf es kleiner Kunstkniffe mit großem Effekt. Ein eigentlich ungewollter Prozess, der aber zum Umdenken führen muss. Ein Umbau der sozialen Marktwirtschaft in eine nachhaltige Marktwirtschaft, die die Umwelt endlich ernst nimmt und nicht nur als unerschöpfliche Ressourcen begreift. Wir haben nur eine Erde, und auf der wir hoffentlich noch lange in Frieden, gemeint ist auch der soziale Frieden, leben können. Trotzdem bleibt zu befürchten, dass dann, wenn der schreckliche Virus einmal verschwunden ist, die Menschen sehr schnell zur Tagesordnung übergehen und möglichst alles wieder so machen wie vor der Krise. Auf den politischen Aschermittwoch 2022 bezogen wäre das ausnahmsweise schön. Und das wäre auch dann für mich ein persönlicher Ausblick auf das laufende Jahr. Wollen wir gemeinsam mithelfen, dass der gute Albert Schweitzer nicht recht hat, der meinte, wir sehen in den anderen Menschen nicht Mitmenschen, sondern Nebenmenschen. Und das ist der schlimme Fehler. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Die Männerdomäne bei Straßennamen in Bamberg. Wiederum ein völlig überflüssiges Thema. Wir haben in Bamberg so viele Topfrauen, da braucht es keine Straße. Vielleicht gar noch mit dem Zusatz Hohlweg oder Sackgasse. Die Leiterinnen des Historischen Museums, des Diözesanmuseums, des Künstlerhauses Concordia, des Ede-Hoffmann-Theaters, des Weltkulturerbezentrums, des Stadtpresseamtes, des Kulturamtes, der Volkshochschule, die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und. Taffe und erfolgreiche Frauen, soweit das geschulte Auge reicht. Ich fordere deshalb eine Männerquote.
Und zu guter Letzt wird jetzt im Rathaus auch noch wegen Untreue ermittelt. Ich bin so ganz erschrocken, dass sich jetzt auch die Ehefrauen noch einmischen. Mein großer Wunsch ist, dass Sie im Gegensatz dazu mir weiterhin die Treue halten. Und ich danke Ihnen für Ihre hoffentlich im digitalen Sinne geteilte Aufmerksamkeit und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nichts für ungut. Es war nicht alles so bierernst gemeint. Bleiben Sie wachsam, zuversichtlich und vor allem gesund. Und ganz wichtig, vergessen Sie Ihren Humor nicht, denn sonst halten Sie das alles hier gar nicht aus. Es kommt nämlich wahrscheinlich sowieso alles anders, wie man denkt. Wie meinte ein Zeitgenosse, wenn die ganze Corona-Scheiße rum ist, mache ich mir ein paar schöne Tage zu Hause. In diesem Sinne bleiben Sie mir auch weiterhin gewogen, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ihr Wolfgang Reichmann.